Ja, na, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich hier in Brooklyn rumstehe, wo ich doch gerade noch am Airport war. Das liegt daran, dass ich vergessen hatte, die Aufnahme zu starten. Und ja, ich bin schon mal hierher gelaufen, habe jetzt aber keine Lust, den letzten Speicherstand zu laden, weil das ist Blödsinn eigentlich. Ich habe euch ein bisschen was erzählt. Ich habe euch gesagt, dass ich selber einige Tagebücher geführt habe. Also ich glaube, ich habe 16 und am Stück geführt und meine komplette Pubertät dokumentiert. Das ist so im Nachhinein ziemlich witzig zu lesen. Mache ich hin und wieder gerne. Ja, man wundert sich, über was man sich mal den Kopf zerbrochen hat, wo die eigenen Sorgen lagen und ja, was man so alles gedacht hat und getan hat und wie auch immer. Hinterher betrachtet wahrscheinlich amüsant zu lesen, in den meisten Fällen jedenfalls. Aber in der Situation, in der man damals war, dann doch sehr ernstzunehmend gewesen. Die Empfindungen und alles. Ach, ihr wisst das ja. Viele von euch waren sicher auch schon in der Pubertät oder sind's noch. Oder, ja. Pubertät ist ja etwas, das kann immer wiederkehren. Sprich Pickel und so. Hallo, Mrs. Oswald. Mrs. Oswald. Ich werde mit Ihnen Hallo, reden. Deborah. Haben Sie etwas Zeit für mich? Natürlich. Warum schauen Sie so ernst, Peter? Es ist doch nicht... Er ist nicht... Nein, ich habe ihn noch nicht gefunden. Aber ich komme der Sache näher und ich denke, dass es eine sehr ernste Sache ist. Oh Gott, erzählen Sie schon. Ja. Deborah, wissen Sie, dass Ihr Mann ein Tagebuch geführt hat? Ja, natürlich. Er hatte ein elektronisches Journal im GlobalNet. Darin hat er immer so Allerweltsdinge abgelegt. Es war ein bisschen langweilig, wie fast alle Diaries im GN, aber er hatte eben Spaß daran. Das meine ich nicht. Ihr Mann hat ein Tagebuch auf Papier geführt. Ein nicht elektronisches, handgeschrieben. Das ist doch verboten. Allerdings, es ist ein Verstoß gegen das Gesetz zur elektronischen Informationserfassung. Ich wusste gar nicht, dass Graham noch von Hand schreiben kann. Aha. Ich habe es schon längst wieder verlernt. Wir waren eine der letzten Jahrgänge, die noch Handschreiben in der Schule hatten. Sie meinen, er ist verhaftet worden wegen eines so kleinen Verstoßes gegen das Informationserfassungsgesetz? Nicht wegen des Handschreibens. Die Inhalte, Deborah. Ihr Mann ist in eine unglaubliche Sache verwickelt. Oder er ist Psychotiker. Was? Was meinen Sie damit? Deborah, Ihr Mann beschreibt in dem Tagebuch eine gewaltige Verschwörung, die er aufdecken wollte. Lassen Sie mich das lesen. Sofort. Nein, ich denke nicht, dass es gut für Sie wäre im Moment. Sie haben kein Recht, mir zu verweigern, das Tagebuch meines Mannes zu lesen, Peter. Es stehen auch sehr persönliche Dinge drin. Sie möchten sie in Ihrer jetzigen Situation ganz sicher nicht lesen. Es ist besser, wenn Sie mit ihm zusammen besprechen, was er darin geschrieben hat. Sie wissen also, wo er ist. Sagen wir, ich weiß, was er vorhatte. Können Sie sich nicht etwas deutlicher ausdrücken? Lebt mein Mann noch? Was hat er getan? Wo wird er festgehalten? Ich melde mich bald wieder bei Ihnen, Mrs. Oswald. Behalten Sie die Zuversicht und reden Sie bitte mit niemandem darüber. Sie glauben ihm, was er geschrieben hat? Ich denke schon. Bitte, Mrs. Oswald, kein Wort zu niemandem. Weder persönlich noch über das GN oder Ihren Messenger. Es könnte gefährlich sein für Graham, für mich und auch für Sie und Tommy. Versprechen Sie mir das? Peter, ich möchte wirklich... Versprechen Sie es. Ja, gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, ich muss los. Bis bald, Deborah. Ich wäre an Ihrer Stelle ziemlich sauer, wenn er mir das vorenthalten würde. Also ziemlich, ziemlich sauer wäre ich. Boah, ich würde köcheln vor Wut. Ich würde nicht mehr so freundlich mit ihm reden, so viel ist sicher. Aber Deborah ist da ja nicht nachtragend, die ist ja ganz nett und die weiß, dass wir ja, Hauptdarsteller in einem Adventure sind und der Sache ganz sicher auf die Schliche kommen werden. Und das alles machen wir natürlich komplett unbezahlt, weil pure Nächstenliebe und so. Ich habe jetzt eine Idee und zwar würde ich gerne die Fotos dem Cyber zeigen, weil der kennt sich damit ja aus. Also ich meine, der versucht ja diese ganzen Codes zu entschlüsseln und vielleicht kann der uns etwas dazu sagen. Es wäre wünschenswert, meine ich. Ja, schauen wir mal. Wo war das? Das war die, joa, das war die Lower East Side.
immer noch so heruntergekommen wie zuvor. Beziehungsweise wie wir die Gegend hier verlassen haben. Jetzt kommt mein Lieblingszug. Jei, der ist doch toll. Rita steht da immer noch rum. Niemand möchte mit ihr, niemand möchte sich von ihr beklauen lassen. Auch lass uns schon rein, du. Der gefällt mir übrigens, also optisch wäre der voll mein Fall. Bis auf dieses Ziegenbärtchen, also ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube, welchen Kerl, ich hätte sowas nicht. Dafür wahrscheinlich Vollbart oder keine Ahnung was alles. Ich bin's wieder. Ah, zieh mal an. Unser subversiver Kollege. Na Komplize, zu welchen Schandtaten kann man dir heute gratulieren? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich war beim Seti und habe mich da ein wenig umgesehen. Und? Hast du herausgefunden, was dein geheimnisvoller Freund da wollte? Ich habe ein paar merkwürdige Bilder gemacht. Ah, noch mehr merkwürdige Bilder. Ist das so eine Art Hobby von dir? Ich habe keine Ahnung, was sie zu bedeuten haben. Zeig mal her. Da. Okay, dann... Ja, zeig dem doch mal die Bilder. Hier, sieh dir das mal an. Wo hast du die Fotos her? Vom Seti. Wie? Vom Seti? Sie haben da ein Besucherobservatorium. Man kann Fotos von bestimmten Koordinaten des Sternenhimmels machen und sich anschauen, worauf das Seti seine Schüsseln richtet. Und dabei sind diese Bilder herausgekommen? Das sind Satelliten, Mann, Kommunikationssatelliten. Über diese Dinger läuft der globale Datenverkehr. Was wollen die Jungs vom Seti denn damit? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Wie bist du denn an die Koordinaten gekommen? Sie stammen von einem Videoband, das ich gefunden habe. Es wurde auch im Seti aufgenommen. Hey Mann, das ist spannend. Das Seti lauscht Kommunikationssatelliten ab. Das ist Teil der Alien-Verschwörung. Hör doch mal auf mit deiner Alien-Verschwörung. Was könnte da dahinter stecken? Es ist völlig klar. Sie sammeln Daten über uns, Mann. Sie filtern unsere Kommunikation. Lässt du mir die Fotos hier? Nein, ich brauche sie noch. Du musst mir unbedingt sagen, was du noch rausfindest, Mann. Ich tue alles für dich. Wir werden sehen. Ich muss mir erst mal selbst einen Reim darauf machen. Wir sehen uns. Hat er jetzt beide Fotos gezeigt? Ja, ne? Hier, sie... Wo hast du... Sie... Ja. Und das... Was, das sie... Er doch, okay. Ist, nein, du, ich tue... Wir werden... Wir, hier. Wo ah! Sie und das... Was, was, das sie... Er doch mal... Es ist fest, du mit... Nein, ich... Du musst... Ich tue... Wir werden... Wir sehen... So, gut. Ja... Wir kommen hier der Sache langsam näher. Ich überlege gerade noch, ob wir nochmal zu dem Antiquitätenhändler gehen sollten. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass wir noch irgendwas mit diesen Brieftauben machen müssen. Dass die auch noch wichtig werden. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht weiß der ja dann auch was über diese Sache. Also wenn wir dem guten alten Mann, Mr. Huntington hieß der, glaube ich, wenn wir dem die Satellitenbilder zeigen, vielleicht hat der da irgendwelche Informationen drüber. Könnte ja durchaus der Fall sein. Ja, probieren können wir es mal. Liegt ja praktisch auf dem Weg. Sozusagen. Eigentlich nicht, aber egal. Wo sollen wir sonst hin? Ab ins Künstlerviertel. Wohnhaus, Liebes... Auslagen? Was da, Auslagen? Komm. Fest verschlossen. Ach Gott, müssen wir den wieder anrufen. Der könnte auch mal seinen Laden offen lassen, oder? Wieso kommt jetzt... keine Musik? Huntington Antiques? Ah, guten Tag, Mr. Huntington. Könnten Sie mir wohl öffnen? Gut, ich mache Ihnen auf. Wir haben aber immer noch kein Bargeld dabei. Nur so zur Info. Hä, wo gehst du hin jetzt? Was hat denn das jetzt sollen? So. Ich probier's mal. Ich zeige ihm jetzt einfach mal die Bilder. Von den Satelliten. Weil Babys Fotos von uns will er ja wohl nicht sehen.
Obwohl, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Mr. Hunt? Peter, was ist los mit Ihnen? Was ist passiert? Sie erinnern sich, dass ich einen Videorekorder gekauft habe? Natürlich. Ich habe mir ein Band angesehen, das ich beim SETI-Institut gefunden habe. Das Band hat mein Nachbar aufgenommen. Auf dem Band sind Informationen, die unglaublich sind. Das SETI-Institut belauscht Kommunikationssatelliten. Woher wissen Sie das? Ich habe alles überprüft. Ich war dort. Ich habe Fotos. Und auf dem Band ist noch mehr. Ich habe... Psst! Beruhigen Sie sich, Peter. Lassen Sie uns nach hinten gehen. Hm. Wir werden in Ruhe darüber reden. Wusste ich's doch. Hab mir nämlich noch echt gedacht, dass der Typ noch eine Rolle spielen wird. Ich mag den. Ah, und das ist die geheime Tür. Er braucht aber lang, um einen Code einzugeben. Ich kann mir den gut auf dem Mofa da vorstellen. Los, ab nach hinten. Lass ihn nicht warten. Boah, das ist... Unglaublich. Ein richtiges Archiv. Geil. Hier gibt's sicher mehr Zeitungen als im Archiv der Times. Wenn die Print-Crime-Behörde davon Wind bekommt, dann gibt es mächtigen Ärger. Ja, das wird sie aber nicht. Die Times-Jahrgänge 2010 bis 2012. Cool. So, jetzt reden wir mit ihm mal. Also, was haben Sie auf dem Band gesehen? Es sind zwei Ausschnitte. Der eine zeigt die Anlage des SETI mit einer kurzen Einstellung von einem Koordinatenmonitor. Ich habe die Koordinaten im Besucherobservatorium eingegeben und bekam Fotos von Kommunikationssatelliten. Woher wissen Sie das? Ich habe mit ein paar Experten gesprochen. Es gibt keinen Zweifel. Es sind Kommunikationssatelliten. Das erinnert mich verdammt nochmal an Echelon 2. Echelon 2? Ja. Was haben Sie noch gesehen? Es ist noch ein anderer Ausschnitt da. Ich schätze von einem Flughafen. Da startet ein Zeppelin. Ein Zeppelin? Was zum Teufel hat das alles zu bedeuten? Lassen Sie mich kurz nachdenken. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Mhm. Es geht um das Zimmer hier. Ja. Sagen Sie, Mr. Huntington, was ist das hier für ein Zimmer? Vergraben Sie sich hier in Verschwörungstheorien? Verschwörung, ja. Theorie, nein. Himmel, wann und wie haben Sie dieses ganze Zeug zusammengetragen? Das kann doch nicht gesund sein. Ich bewahre hier Erinnerungen auf, Peter. Erinnerungen, die dem größten Teil der Menschen bereits fehlen, weil die Informationen dazu fehlen. Nichts von diesen Dingen, die es einmal gab, als es noch eine dezentrale Presse gab, werden Sie im Global Network finden. Wenn die Polizei dieses Zimmer findet, haben Sie ein großes Problem. Wissen Sie das? Sie meinen, ich müsste Sie scannen lassen, ja? Das werde ich ganz sicher nicht tun. Richtig. Aber Sie dürfen sie nicht der Öffentlichkeit vorenthalten. Sie verweigern Informationen. Das ist illegal und unsozial. Peter, wachen Sie endlich auf! Wenn diese Sammlung in die Hände des Informationsministeriums gerät, dann wird sie nicht gescannt, sondern vernichtet. Diese Zeitungen werden nicht existiert haben. Irgendwann sterben die letzten Zeugen. Das ist doch Unsinn, Mr. Huntington. Die Leute erzählen ihren Kindern von ihren Erlebnissen. Und die erzählen es ihren Kindern. Eine Information kann man nicht einfach so vernichten. Vernichten nicht, aber man kann sie mythisieren. Mythisieren? Was heißt das? Jede Information, die keine Quellen und keine schriftlichen Zeugnisse mehr hat, wird völlig subjektiv. Sie ist nur noch verbürgt in den Köpfen von Menschen. Und wenn sie über Generationen weitergegeben wird, werden aus Geschehnissen Erinnerungen, aus Erinnerungen Erzählungen und aus Erzählungen schließlich Mythen. So werden die Fakten ganz langsam in das Reich der Fantasie gedrängt, bis niemand mehr weiß, ob irgendwas daran wahr war. So leicht lassen sich die Menschen nicht täuschen. Sie kennen die Geschichte von der Spinne in der Yucca-Palme? Hm? Ja, natürlich, die kennt jeder. Sehen Sie? Was meinen Sie? Stimmt die Geschichte? Ach was, das ist nur... Ein Mythos, ja? Und wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass die NSA schon im 20. Jahrhundert überlegt hat, den Mond abzuhören, weil er russische Radiowellen reflektierte, stimmt die Geschichte? Sie klingt nicht sehr glaubwürdig. Das ist so gewesen. Ich habe Unterlagen darüber. Ja. Meinen Sie, es wäre klug, wenn ich diese Unterlagen dem Informationsministerium geben würde? Ich weiß nicht. Sehen Sie. Da wäre... Darf ich? Natürlich. Fragen Sie nur. Sie haben Echelon 2 erwähnt. Ja.
haben. Was ist Echelon 2? Echelon 2 war das größte Abhörprojekt, das die Regierung jemals konzipiert hat. Es war ein elektronischer Verbund von Abhörzentren, die den weltweiten Datenverkehr ausspähen sollten. Das Projekt wurde 2012 eingestellt. Angeblich. Ich habe nie davon gehört. Hat es wirklich existiert? Globales Abhörnetz. Das klingt schon ziemlich nach Verschwörungstheorie. Keine demokratische Regierung hätte das beschließen können. Es klingt nach Mythos. Richtig? Ja. Sowas erzählt man sich, wenn man sich ein bisschen vom Staat gruseln will. Und Sie finden nicht, dass die Kryptographiegesetze genau das sind? Eine Generalerlaubnis zum Mithören unserer Kommunikation? Mr. Huntington, niemand interessiert sich dafür, was die Leute auf der Straße besprechen. Es geht nur darum, dass ein paar Terroristen gefasst werden. Darum ging es bei Echelon 2 angeblich auch. Außerdem machen wir eine öffentliche Kampagne für das Gesetz. Nichts geschieht heimlich. Alles ist ganz transparent. Die Menschen können auch dagegen stimmen. Wenn jemand erwarten würde, dass Sie das tun, würde die Abstimmung nicht gemacht. Sie meinen also, dieses System besteht noch? Natürlich. Da hat er nicht ganz Unrecht. Ich habe ein paar Fragen zu den Luditen. Dann fragen Sie. Gehören Sie auch zu dieser Bewegung? Sie können ruhig ehrlich sein. Zu den Luditen? Nein, da können Sie ganz beruhigt sein. Diese Art von Maschinenstürmerei ist mir völlig fremd. Bombenlegen ist kein Weg, Veränderungen zu erreichen. Und die Luditenbewegung ist ein historisches Phänomen. Diese Technologiefeinde haben es nie geschafft, an die Massenbewegung anzuknüpfen. Gut. Jetzt haben wir alles. Ich muss los. Bis später. Ich komme gern mal wieder rein. Schön. Bis bald, Mr. Wright. Da war doch noch was. Nicht? Da vielleicht? Ah. Das sind die Artikel über Anschläge auf Kommunikationseinrichtungen. Die Bombenkampagne der Luditen. Ich habe davon gehört, aber online findet man kaum noch etwas dazu. Also tob dich hier doch mal aus. Das haben wir schon geguckt. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Da vielleicht. Da gibt's doch sicher noch irgendwas. Gehen wir nochmal hier hin. Habe ich wieder eine Kameraperspektive nicht gesehen, wahrscheinlich. Das sind die Ja. Nochmal, tu mal so, als würde schon mal mit dem reden. Ich muss los. Ich komme. So. Da wird uns das jetzt nicht angezeigt. Und hier auch nichts. In Ordnung, also da gibt's irgendwie nichts. Schade drum. Nee, irgendwie finde ich da jetzt nichts. Geh mal raus. Nee, da finde ich jetzt nichts. Aber vielleicht können wir ja da eine von diesen Brieftauben mitgehen lassen, solange der im Hinterzimmer ist. Sehr nett, ne? Ich sollte wohl erst mit... Ach komm. Ich will aber eine Taube haben. Na gut. Dann frag ihn halt. So. Ey, ich will eine deiner Tauben haben, Mr. Huntington. Mr. Huntington. Hallo, Peter. Hä, das hab ich doch. Ich will die Taube haben. Kann ich ihm nicht geben. Kann ich ihm auch nicht geben. Kann ich ihm irgendwas noch geben oder sowas? Das Bild? Nee, auch nicht. Hier ist nichts mehr. Definitiv. Ich finde nichts. Gut. Ah, hier hat's noch Zeitungsartikel.
Das war aber vorhin noch nicht da. Oh, sieh mal an. Du musst hier raus und reingehen, ne? Verkehrskameras scannen Gesichter. Oh ja, ich erinnere mich. Die Methode wurde aber bald wieder verworfen. Man konnte die Kameras schon mit Vergrößerungen von Fotos täuschen. Oder Zeitschriftencovers. Es war lächerlich. Terrorist stirbt bei Flugzeugabsturz. Es ist wirklich merkwürdig, dass so viele dieser Luditen an Bord von Flugzeugen umgekommen sind. Ja, da hat er recht. Da ist nichts. Interessant. Mehr hast du nichts zu sagen? Ein Artikel über die Auflösung der NSA. Es geht da um den Abhörskandal von 2017. Seitdem ist die Behörde offiziell abgeschafft. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, ich habe alles gelesen jetzt. Das Buch kann ich nicht mitnehmen. Okay, ich frag mal den nochmal. Mr. Hunting. Hallo. Ah, hier. Was ist das da für ein Foto? Diese Plattform. Da ist ein Zeppelin drauf. Könnte das etwas mit dem Zeppelin zu tun haben, den ich auf dem Video gesehen habe? Das ist es. Ein guter Gedanke. Sie meinen den Artikel über die Bermuda-Forschungsstation. Ja, genau. Was hat es damit auf sich? Sie kennen vielleicht den Mythos vom Bermuda-Dreieck. Ja. Ja, sicher. Dort verschwinden auf mysteriöse Weise Schiffe und Flugzeuge. Das haben wir uns schon als Kinder erzählt. Ja. Eine Station wurde gebaut, angeblich um das Phänomen zu erforschen. Das gesamte Gebiet ist natürlich Sperrbezirk. Niemand darf dorthin. Vielleicht dient die Station ja einem ganz anderen Zweck. Sie meinen... Nun, wie es aussieht, werden mit den Parabolspiegeln des SETI ja auch andere Dinge getan, als man gemeinhin denkt. Eine Abhörstation? Wer weiß? Finden Sie es heraus? Sie sagten gerade, niemand darf dorthin. Und Sie sagten, auf dem Video ist ein Zeppelin zu sehen. Ja. Nun. Ich soll mit dem Zeppelin hinfliegen? Wie soll ich das machen? Sie finden einen Weg. Sie wissen doch, Peter, was falsch ist, das muss scheitern. Und was richtig ist, das wird gelingen. Nehmen Sie sich eine Brieftaube mit. Ja. Ah. Dann können wir gefahrlos in Verbindung bleiben. Das ist super. Ich muss darüber nachdenken. Nee, da denkst du nicht darüber nach. Ich muss los. Ich komme. Das werden wir jetzt tun. Ich wusste doch, dass die Sache mit den Brieftauben noch wichtig sein wird. Ich habe mir schon sowas gedacht, weil umsonst gibt's die da ja nicht. Jetzt nimmst du dir eine Brieftaube mit. Du hast ja die Erlaubnis. Wie nimmt man die jetzt einfach so mit? Geh ja liebevoll mit ihr um. Gib ihr was zu essen. Ah, er macht auf. Oh, wie süß. Hat die auch einen Namen? Der ist bestimmt Clara. Ich hab die jetzt einfach mal Clara genannt. Clara, wo ist Clara? Ach, die ist ja immer links alles Neue. Oh, süß. Oh, bist du putzig. Das gefällt mir ja nicht. Okay. Ja. Und zurück geht's. Raus geht's. Wenn wir den Ausgang finden. Wenn er auch rausläuft. Danke. Raus jetzt. Ich danke dir. Ja, was bleibt jetzt noch? Es ist spät geworden. Wahrscheinlich hat Christine recht. Ich sollte erst mal etwas mehr schlafen. Okay, das heißt, wir sollten nach Hause gehen. War wohl der Wink mit dem Zaunpfahl. Und die Häusergegend hier gefällt mir wesentlich besser als diese Sterile da hinten. Ach ja, Setka. Wo laufe ich denn hin? Dann müssen wir nach Hause gehen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch das Kapitel beendet. Zumindest war das bei Overclock ja so, dass jedes Mal, wenn er sich schlafen gelegt hat, das Kapitel zu Ende war. Und ich denke, das wird auch hier der Fall sein. Oh, es regnet. Na toll, es regnet schon wieder. Ja, die Entwickler, die haben eine Liebe zum Regeln. War schon bei Overclock so. Und ich denke, das waren dieselben. Sieht aber mächtig cool aus. Bob hat auch schon seinen Kiosk zugemacht. Ach, das sieht echt toll aus. Verdammtes Mistwetter. Ach, so schlimm ist es doch nicht. Ich mag Regen. Vorhin hat es auch gestürmt.
Oh, er geht automatisch ins Bett. Was war das letzte Nacht? Habe ich das geträumt? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, du wirst langsam, zu einer verdächtigen Person. Und ich sehe hier schon das E-Mail-Zeichen aufblinken. Aber darum kümmern wir uns das nächste Mal. Peter muss auf jeden Fall aufpassen, denn die scheinen da etwas spitz bekommen zu haben. Bis dann, macht's gut und adiamos!